Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, das du garantiert nicht auf meinem Kanal erwartet hättest, denn sowas in der Art habe ich noch nie gemacht, glaube ich, hier auf YouTube. Der Onkel Retro schwingt heute den Kochlöffel oder besser gesagt das Grillbesteck. Denn ich möchte dir heute meinen Lieblings-Doppel-Cheeseburger näher bringen. Und entschuldige bitte, dass ich so ein bisschen grinse. Ich erkläre dir jetzt auch warum. Du kennst vielleicht diese Teleshopping-Sendungen oder auch manche Werbevideos hier so auf YouTube und so, wo diese tiefe, grollende Männerstimme ist. Ob das jetzt Dating-Apps sind oder sogar Werbung für Jeans habe ich schon gesehen, wo dann so eine Stimme sagte: Das ist eine echte Männer-Jeans. Und ich lache mich jedes Mal schlimm über diese dämliche Macho-Stimme. Und ich habe mir gedacht, ich mache mir jetzt einen Spaß. Und während ich jetzt meinen Cheeseburger zubereite und du dabei zugucken kannst, mache ich auch mal diese Stimme. Das ist ein echter Männerburger. Oh, mir tut jetzt schon der Hals weh. Ich glaube, ich halte das nicht lang durch mit dieser Stimme. Aber komm, wir gönnen uns diesen Spaß. Und ich zeige dir jetzt Onkel Retros doppelten Cheeseburger. Damit herzlich willkommen zur ersten und vielleicht auch einzigen Folge von Kochen mit Onkel Retro. Let's go! Frito-Play! Ach ja, und falls dir dieses Kochvideo gefallen sollte, ne? Liken und abonnieren, klar, muss ich nicht sagen, ne? Aber erzähl es deinen Freunden, deiner Familie, der ganzen Welt. Sollte es dir nicht gefallen, erzähl es nur mir. Ich verrate es bestimmt nicht weiter. Ich habe echt keine Ahnung, ob ich das hinkriege mit dieser Macho-Stimme, aber ich versuche das jetzt mal. Ich habe da echt Bock drauf, ey. Das wird jetzt ein albernes Video, aber hey, es ist gerade, wo ich dieses Video aufnehme, es ist Samstagnacht. Du wirst es dir wahrscheinlich irgendwann Sonntag erst angucken, aber ich habe einfach Lust, jetzt ein bisschen rumzualbern. Sorry, du bist jetzt mit dabei. Es gibt natürlich viele Arten, den perfekten Cheeseburger zuzubereiten. Wir können gerne in den Kommentaren über deine Lieblingsrezepte diskutieren. Aber in diesem Video geht es um den Lieblings-Doppel-Cheeseburger von Onkel Retro. Wir brauchen dafür Hackfleisch, eine Gurke, eine Zwiebel, Bacon, die Zwiebel haut schon ab, Käse, Salz, Pfeffer und natürlich Mayonnaise und Curry Ketchup. Ich muss schon wieder husten, das geht nicht gut. Bevor es losgeht, waschen sich echte Männer natürlich die Hände und dann werden die Zwiebel und die Gurke zurechtgeschnitten. Anstelle von frischen Gurken kann man natürlich auch eingelegte nehmen, aber ich liebe es frisch. Erzählt mir doch mal, wie ihr die Zwiebeln auf den Burger verteilt. Frisch? Oder gebraten. Also ich bevorzuge frische, knackige Zwiebeln. Als nächstes bereiten wir das Hackfleisch vor. Dazu schneiden wir es mit einem Messer in vier gleiche Teile. Jetzt muss es noch ordentlich durchgeknetet werden. Es würde sonst auf dem Grill auseinanderfallen. Jetzt haben wir das Hackfleisch zwar zu vier Frikadellen verarbeitet, aber wir wollen Burger-Patties. Also müssen wir sie platt quetschen. Wenn du keine Burgerpresse hast, nimm einfach einen Kuchenteller. Siehst du, wie einfach das geht? Eine Frage müssen wir noch klären. Wie bereitest du die Brötchen zu? Im Backofen? Im Toaster oder auf dem Grill? Wie du siehst, ist der Grill dabei vorzuheizen. Und wenn jetzt irgendjemand in die Kommentare schreibt, Elektrogrill sind blöd, man muss mit Kohle oder Gas grillen, demjenigen sage ich, sprich zu der Hand. Salz und Pfeffer kommen erst auf die Patties, wenn sie richtig durchgegrillt sind.
Natürlich könnte man auch das rohe Hackfleisch schon würzen, aber dann besteht die Gefahr, dass Salz und Pfeffer anbrennen und verkleben. Das regelmäßige Wenden der Patties sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Auch der Bacon kann nun mit auf den Grill. Einen so gewaltigen Burger kann man sich natürlich nicht einfach zwischen die Kiefer schieben. Ich empfehle ihn, mit Messer und Gabel zu genießen. So, ich habe zwar jetzt keine Stimme mehr, aber ich muss sagen, schmeckt richtig gut. Tja, das war Onkel Retros doppelter Cheeseburger. Und wenn du jetzt sagst, boah, ekelhaft, dann tut's mir leid, dass du jetzt ein paar Minuten deines Lebens an mich verschwendet hast. Bis zum nächsten Video. Tschüss.